Das Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württembergs ist im Prinzip ein Ort, das die Geschichte der Frauenbewegung dokumentiert. Hey, hallo Susanne. Grüß dich, Edda, komm rein. Wir haben sehr viele Materialien von Fraueninstitutionen, Frauenverbänden in Baden-Württemberg gesammelt, sind aber darüber hinaus auch noch ein Bildungszentrum und ein Ort für einen lebendigen Austausch. Diesen Presserückblick vom Frauenstreik, den du ja damals in Auftrag gegeben hast. Und auf den Katalog in Bewegung. Ich glaube, dass der Frauenstreiktag 94 ein wichtiger Meilenstein von vielen anderen auch war, um Dinge wirklich in Bewegung zu bringen und frauenpolitisch zu verändern. Weil im Hintergrund die Diskussion bei uns lief, wir müssen mal so ein bisschen aus dem Rahmen fallen wieder, um zu irritieren und nicht nur immer mehr vom selben zu tun. Das war ein lustvoller Tag. Wir haben Spaß gehabt, auch miteinander im Sinne von, wir haben gemeinsam was auf die Straße gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes, und daraus neue Bewegung erzeugt. Ein Tag, an dem Frauen sich mit frauenpolitischen Themen in die Öffentlichkeit begeben haben. Alle Themen von Paragraph 218, die ganzen Rahmenbedingungen für Arbeit, öffentlicher Raum und Sicherheit, natürlich das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen. Ganz fürchterlich viel hat sich gar nicht verändert an den Forderungen. Nach wie vor bekommen Frauen weniger bezahlt, sind eher in sozialen Berufen tätig und es gibt Debatten um Frauenquoten. Wir haben noch viel zu tun. Auch wenn wir schon viel erreicht haben. Und die Formen, wie wir es tun müssen, verändern sich. Aber die Forderungen bleiben schon ähnliche. Frauenrechte sind Menschenrechte. Also diese Verknüpfung, dass einem das einfach mal bewusst wird, dass es eigentlich was ganz Selbstverständliches sein sollte, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben.